Ich bin keine Künstlerin. Jedenfalls behaupten das manche, die über meine Shorts stolpern. Und eigentlich gehe ich nicht so gerne auf solche Kommentare ein, aber ihr macht mich doch sehr neugierig. Denn bin ich keine Künstlerin, wenn ich täglich male? Bin ich keine Künstlerin, wenn ich meine Kunst verkaufe? Bin ich keine Künstlerin, wenn ich einfach nur Spaß habe an meinem Handwerk? Wenn ich meine Kunst liebe und gerne ansehe und darüber hinaus meine Familie, meine Freunde, sogar Fremde? Ist dieser Titel nur den alten Meistern vorbehalten, die ihr ganzes Leben mit solchen Worten konfrontiert wurden? Muss ich arm und trauernd sterben mit Meisterwerk im Schuppen? Oder wollt ihr einfach nur, dass ich in die Stadt ziehe und eine Schule dafür zahle, um mir ein Formular auszudrucken, wo drauf steht? Die Schanaya, die kann zeichnen. Ich weiß wirklich nicht, was ihr wollt, also vielleicht hilft ihr die offizielle Definition eines Künstlers. Eine Person, die in Klammern berufsmäßig Kunstwerke hervorbringt oder darstellend, aufführend interpretiert. Wer also Kunst erschafft, der ist ein Künstler.